Pasta kochen mit Ralf Fährmann. Erstmal schön, dass du da bist. Freue mich auf jeden Fall. Gehört Pasta zu deinen Lieblingsgerichten? Was würdest du sagen? Dadurch, dass wir Sportler sind und sehr, sehr viel Pasta wegen den Kohlenhydraten essen müssen, gehört es schon zu den Lieblingsgerichten. Bist du so ein Typ, der so auf Ernährung achtet? Sehr, sehr extrem, um ehrlich zu sein. Ja, ja. Also ich achte schon drauf, teilweise vegan zu essen, zu Hause vegan und glutenfrei. Also da bin ich schon sehr, sehr strikt. Ich höre schon raus, absoluter Vollprofi. Wollen wir direkt mal anfangen? Wir brauchen eine Prise Salz erstmal da rein und dann können wir schon mal die Nudeln kochen. Bist du vor so einem Spiel besonders aufgeregt bei ganz besonderen Spielen, ob du dich irgendwie anders vorbereitest? Ja, also ich persönlich muss sagen, dass beim Derby ich mich immer ein bisschen bremsen muss, weil es so sehr emotional ist. Ja. Bei den anderen Spielen versucht man sich natürlich zu pushen, um einfach konzentriert zu sein. Schalke hatte natürlich auch absolut krasse Zeiten, Champions League. Was war das eigentlich für eine Zeit? Wie würdest du die Zeiten vielleicht vergleichen von damals zu heute? Davon träumt man ja, ne? Du träumst ja davon, die Champions League-Hymne zu hören, du träumst davon, im Bernabeu zu spielen, gegen die Topstars zu spielen. 100%. Und natürlich auch mit absoluten Topspielern dich im Training jeden Tag zu messen. Ich glaube, dass es die Fans auch einfach verdient hätten, wenn wir wieder in die Champions League kommen. Aber der Weg ist noch sehr, sehr lang bis dahin wieder. Jahrhundertderby. Hast du auch gezockt, oder? Warst du mit dabei beim Jahrhundertderby? Ging ja nicht so berauschend los, aber dafür war das Ende umso schöner dann. Ne? Du standst auch 90 Minuten auf dem Platz, wenn ich mich recht erinnere. Genau. Ne? Ich wusste, dass ich an dem Abend auch noch ins Sportstudio musste. Ja. Und natürlich dann, als wir zur Halbzeit sind, 4-0 hinten lagen. Ja. Aber umso schöner dann natürlich das Ende. Und ja, konnte ich mich da ein bisschen feiern lassen im Fernsehstudio. Wer hätte das gedacht, dass wir das zusammen hinkriegen? Wahnsinn, du machst es noch aus mit einem richtigen Profikoch hier. Ja. In der Jugend hast du in Chemnitz angefangen, ne? 1999, guck mal. Ich überlege gerade, da bin ich fast geboren. Ja, ja. Gebürtig komme ich aus Chemnitz, bin dann damals mit 14 Jahren hier ins Internat quasi gezogen. War schon ein kleiner Kulturschock für mich, als ich dann hierher kam. Aber ja, ich denke, man lernt mit seinen Aufgaben und mit den Sachen, die einem im Leben passieren. Ich probiere die Nudeln, ob die gut sind. Ja, mach mal. Tob dich aus. Ja, sehr gut. Hätte ich nicht besser selbst hinbekommen, ne? Kannst du dich noch vielleicht an dein Bundesliga-Debüt erinnern? Also es ist auch ein Spiel, was ich mein Leben nicht vergessen werde. Es war in Dortmund, das Derby. Ich war gerade Derby. Echt? In Dortmund, ja, ja. Und war auch alles dabei gewesen. Ich glaube, wir hatten zwei Platzverweise bekommen. Wir haben erst 3-0 geführt, am Ende ging es 3-3 aus. Welches Jahr war das denn? Das müsste so circa 2006 gewesen sein, 2005. Ich glaube, das könnte was werden. Ich mache einfach so typische Koch-Moves, bisschen, ja, dass das professionell aussieht. Das sieht gut aus, ne? So, jetzt das Ganze hier mit der Brühe noch ablöschen. Nein, passiert nichts. Okay, okay. Zack, lehne ich mich da weit aus dem Fenster, wenn ich sage, ihr habt den besten Zuschauerschnitt der zweiten Liga, ist so, ne? Ja, ich glaube nicht nur der zweiten Liga, sondern aber ich glaube, wir sind ja auch wirklich europäische Spitze, auch was die Mitgliederzahl betrifft und die Größe des Vereins betrifft. Deswegen, glaube ich, brauchen wir nicht überreden, gehört in die Bundesliga. Genau, also das kleinste Problem, was wir auf Schalke haben, ist das Stadion voll zu bekommen, glaube ich. Das schaffen wir mit einer Leichtigkeit. Hast du schon Hunger mitgebracht nach dem Training? Ja, also ich hoffe, es schmeckt auch, ne? Dann einmal die Nudeln rüberpacken. Ich halte hier fest, dann kannst du dich... Jetzt kannst du den Profi-Move machen. Hier. Hä? Jawohl. So, guck dir das mal an. Aber du musst zuerst probieren, ne? Was soll das denn halt? Hast du Angst oder was? Ja, keine Ahnung. Ich stehe nicht so oft hinterm Herd. So, Freunde, das war erstmal die Kochshow mit Ralf Fährmann. Hat richtig Bock gemacht mit dir. Sehr, sehr sympathisch, sehr korrekt. Und wir haben ein tolles Gericht hingekriegt. Ich hoffe, ihr schaltet auch wieder beim nächsten Mal ein. Haut rein. Ciao, ciao.